Hallo, moin. Wir sind Annika und Larissa von Nordisch Grün. Ich denke mal, viele von euch kennen uns auch schon. Aber wir wollten die Gelegenheit nutzen, nachdem es in den letzten Monaten so super viele neue FollowerInnen gab, uns nochmal persönlich vorzustellen. Ich bin Larissa, Schwester von Annika und habe schon mein Leben lang im Norden gelebt, nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin ich nach Heide gezogen und studiere dort immer noch internationales Tourismusmanagement. Und nebenbei beschreibe ich eben auch den Blog. Genau, ja, ich bin Annika und ich komme auch ursprünglich aus dem Norden, das hat sich so ergeben. Und habe jetzt bis letztes Jahr in Berlin gelebt, aber bin jetzt für die Arbeit zurück nach in den Norden gekommen und wohne jetzt in Kiel. Es begab sich zu einer Zeit im Jahre 2018, als wir zusammen in Schweden im Urlaub waren und wir beide irgendwie darüber gesprochen haben, dass uns sehr viel im Norden hält oder sehr viel zurück in den Norden zieht und uns das Thema Nachhaltigkeit zu der Zeit schon sehr beschäftigt hat und wir uns überlegt haben, was ist eigentlich so Nachhaltigkeit, was bedeutet das für die Region, ist nicht die Region auch super wichtig für das Thema Klimawandel und Klimaschutz? Und haben mal ein bisschen recherchiert, ob es da irgendwelche Blogs oder ähnliches gibt, die einem Inspiration geben, wie man in der Region gerade auch kleinere Unternehmen unterstützen kann, die halt diese Nachhaltigkeit schon länger im Fokus haben und haben da halt eigentlich nichts finden können, was unseren Vorstellungen entsprach. Haben wir einfach gedacht, warum probieren wir es nicht selbst? Wir haben, glaube ich, ziemlich viel Spaß daran, lass uns doch einfach mal probieren. Dementsprechend ist Nordisch Grün eine Plattform, die informiert, inspiriert und auch vernetzt mit dem Fokus auf die Region, also Schleswig-Holstein und alles, was im Norden von Deutschland liegt, aber auch auf das Potenzial der Region. Für uns sehr freudig ist, dass wir damit auch ziemlich erfolgreich eigentlich sind, also der Blog läuft echt gut, also die Idee funktioniert sozusagen. Ja, also falls ihr noch weitere Fragen habt oder ähnliches, meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer offen und wollen eben jetzt auch diesen Kontakt mit euch enger haben. Wir freuen uns immer total, wenn ihr uns schreibt oder irgendwelche Inspirationen oder irgendwelche Sachen, wo ihr meint, die können auch auf dem Blog ergänzt werden, um sozusagen das Schwarmwissen zu unserer Region zu nutzen. Also auch vielen Dank für euer Mitwirken. Mal gucken, wohin der Weg dieses Jahr so geht. Ciao! Tschö.